Das alte Ägypten kann faszinierend sein. Neben imposanten Bauwerken wie der Sphinx, den riesigen Statuen und den Pyramiden ist auch die Besessenheit vom Leben nach dem Tod sowohl beängstigend als auch faszinierend. Das alte Ägypten hat eine Vielzahl von Zeugnissen hinterlassen, die die Fantasie der Menschen seit Tausenden von Jahren beflügeln. Magische Statuen, verfluchte Mumien und riesige Gräber. Hier sind 10 erschreckende Entdeckungen über das alte Ägypten. Nummer 10. Der Fluch von König Tut. Am 4. November 1922 machte eine Gruppe von Archäologen unter der Leitung von Howard Carter die Entdeckung des Jahrhunderts. Es war der Sarkophag des ägyptischen König Tut, der 3000 Jahre nach seinem Tod entdeckt wurde. Nun, der Gedanke an Mumien kann einen das Fürchten lehren und Spaß beiseite, der Fluch des Pharaos ist kein dummer Mythos. Die Einheimischen glauben, dass die Öffnung des Grabes einen Fluch über alle bringen würden, die es wagten, den König zu stören. Innerhalb eines Jahres starben 8 Mitglieder des Teams. George Herbert starb an einer Blutvergiftung durch einen infizierten Mückenstich. George J. Gould erkrankte kurz nach der Entdeckung und erlag innerhalb weniger Monate einer Lungenentzündung. Audrey Herbert erblindete und Aaron Amber starb, nachdem sein Haus 1926 niederbrannte. Richard Bethell, Lord Carnarvons Sekretär und die erste Person, die nach Carter das Grab betrat, starb 1929 unter mysteriösen Umständen und der Archäologe Hugh Evelyn White beging Selbstmord. Er hinterließ eine Notiz, auf der stand: Ich bin einem Fluch erlegen, der mich zwingt, zu verschwinden. Nummer 9. 50 mumifizierte Krokodile in Krokodilmumie gefunden. Als die Kuratoren des Niederländischen Nationalmuseums für Altertümer eine neue Ausstellung ägyptischer Mumien vorbereiteten, gruben sie einen alten Favoriten aus, eine 3 Meter lange Krokodilmumie. Im Inneren der Mumie entdeckten sie bei näherer Untersuchung eine Überraschung. Annähernd 50 weitere Krokodile. Die Krokodilmumie ist etwa 2500 Jahre alt und befindet sich seit 1828 im Museum. Jahre später enthüllten fortschrittliche 3D-Scans 47 winzige Krokodilschlüpflinge, die als einzelne Mini-Mumien neben den größeren Körpern eingepackt waren. Nummer 8. Der Silberkönig. 1939 entdeckte der Archäologe Pierre Monté das Grab von Psuthenes I., einem Pharao, der vor rund 3000 Jahren in Ägypten regierte. Der Standort seines Grabes war Tanis, eine Stadt im Nildelta. Monté entdeckte, dass der Pharao in einem silbernen Sarg bestattet wurde und eine wunderschöne goldene Grabmaske trug. Psuthenes I. wird wegen seines Sarges als Silberkönig bezeichnet. Einige der Grabbeigaben haben aufgrund der Feuchtigkeit des Deltas nicht überlebt, aber es wurden Kanopengefäße, die zur Aufbewahrung einiger Organe des Pharaos dienten, und Shapti-Figuren, die dem König im Jenseits dienen sollten, ausgegraben. Da das Grab zu Beginn des Zweiten Weltkriegs entdeckt wurde, fand es in den Medien kaum Beachtung. Nummer 7. Die schreiende Mumie. Hier ist eine ägyptische Figur, die der Figur aus dem Film Die Mumie von 1999 entspricht. Das Grab des gefürchteten Prinzen Pentavere, der versuchte, seinen Vater Pharao Ramses III. Zu ermorden, wurde entdeckt und im Ägyptischen Museum in Kairo ausgestellt. Die Mumie von Pentavere, im Volksmund als schreiende Mumie bekannt, wurde unsachgemäß mumifiziert. Es wurde keine Einbalsamierungsflüssigkeit verwendet und man ließ seinen Körper auf natürliche Weise mumifizieren, wobei der Mund aufgerissen und die Gesichtsmuskeln angespannt waren, um den Eindruck zu erwecken, dass die Mumie schrie. Es ist unklar, ob er schreiend starb oder ob er nach dem Tod so aussehen sollte. Außerdem wurde er in Schafsfell eingewickelt gefunden, ein Material, das bei den alten Ägyptern als unrein galt.
Die Mumie von Pentavere wurde in einem Grab in der El Bahari zusammen mit anderen Mumien beigesetzt. 2012 fand ein Team von Wissenschaftlern, dass die Mumie von Ramses III. Untersuchte, heraus, dass er gestorben war, nachdem ihm die Kehle aufgeschlitzt wurde. Wahrscheinlich bei dem Attentat, an dem Pentavere beteiligt war. Nummer 6. Die Bundeslade. 2019 behaupteten religiöse Archäologen der Universität Tel Aviv in Israel, dass sie den Stein entdeckt hätten, auf dem einst die berühmte biblische Bundeslade stand. Der Stein wurde in einem 3100 Jahre alten Tempel in der heutigen Stadt Beit Shemesh gefunden. Er wurde im 12. Jahrhundert vor Christus von Philistern zerstört. Die Bundeslade wird, wie der Heilige Gral, seit Jahrhunderten von Archäologen gesucht und durch den Steven Spielberg-Film Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, berühmt. Nach biblischen Lehren enthielt die Lade die 10 Gebote, die Moses auf dem Berg Sinai empfangen hatte. Es hieß, dass die Arche auf einem viereckigen Tisch ruhte, und dieser neueste Fund wird als Verschmelzung von biblischen Lehren und archäologischen Beweisen gefeiert. Nummer 5. Ushabti-Statuen. Antike Statuen können unheimlich sein, vor allem wenn ihre Inschrift besagt, dass das, was sich in ihrem Inneren befindet, ein Geist oder Dämon sein könnte, der sich beim Öffnen der Statue befreien könnte. Das ist der ägyptische Ushabti. Ushabtis sind beunruhigende Figuren aus Metall, Stein oder Ton, deren Zweck war, Diener der Person zu sein, mit der sie begraben wurde. Im Jenseits sollten die Statuen zum Leben erwachen. Zu diesem Zweck wurde jede Ushabti-Statue mit Sprüchen aus dem ägyptischen Totenbuch beschriftet. Die bekannteste Entdeckung von Ushabti-Statuen war, als im September 2020 eine ägyptische archäologische Mission einen Kalkstein-Sarkophag und mehrere Ushabti-Statuen aus Weinreben entdeckte. Der Fund war 2500 Jahre alt und wurde in der archäologischen Zone Al-Guraifa in Tuna el-Gabal in Ägypten entdeckt. Nummer 4. 59 Särge von Hohepriestern. Die alten ägyptischen Priester waren heimtückische Männer, denen ihr Gott half, wenn sie mit Flüchen oder Inschriften begraben wurden, die sie zum Leben erwecken konnten. In der zum UNESCO-Kulturerbe gehörenden Nekropole von Saqqara, südlich von Kairo, gab es einen großen Fund. Über 50 Särge von Hohepriestern und Schreibern aus der Zeit vor 2500 Jahren wurde gefunden, die in 3 10 bis 12 Meter langen Schächten vergraben waren, zusammen mit 28 Statuen des altägyptischen Gottes Seker, einer der wichtigsten Totengottheiten. Die hölzernen Sarkophage, die aus der Zeit des Neuen Reichs zwischen dem 16. und 11. Jahrhundert vor Christus stammen, sind immer noch in perfektem Zustand und werden im großen ägyptischen Museum ausgestellt. Nummer 3. Tempel der Katzengöttin. Weißt du, warum diese gruseligen ägyptischen Mumien, die in Filmen lebendig werden, Angst vor Katzen haben? Nun, es gab eine Katzengöttin namens Bastet, und der Beweis dafür ist ein der Katzengöttin geweihter Tempel aus der Ptolemäerzeit, der im Herzen der Mittelmeerhafenstadt Alexandria entdeckt wurde. Der bedeutende Fund 2010 ergab, dass der Tempel 2500 Jahre alt ist und im Inneren ziemlich gruselig aussah. Man vermutet, dass er der Königin Berenice gehörte, der Frau von König Ptolemäus III., der Ägypten im 3. Jahrhundert vor Christus regierte. Die große Anzahl von Statuen, die Bastet in den Ruinen zeigen, deutet darauf hin, dass dies der erste ptolemäische Tempel sein könnte, der in Alexandria entdeckt wurde und der Katzengöttin gewidmet ist. Nummer 2. Grab KV5, das größte Grab Ägyptens. 1995 entdeckten Archäologen bei Ausgrabungen im Tal der Könige das bis dahin größte und komplexeste Grab der Region. Es ist ein Labyrinth aus mindestens 67 Kammern, von denen einige mit Trümmern versperrte Türen haben, die wahrscheinlich zu Dutzenden weiteren Räume führen.
Inschriften an den geschnitzten und bemalten Wänden weisen darauf hin, dass 50 der 52 Söhne von Pharao Ramses II. In dem Mausoleum begraben wurden, das in den Felsen unter einer trostlosen, hügeligen Wiese gehauen wurde. Von 1279 vor Christus bis 1212 vor Christus war Ramses II. Einer der mächtigsten und beständigsten Herrscher des alten Ägypten. Der Überlieferung nach war er Pharao während des hebräischen Exodus, als die Israeliten Ägypten verließen und Gott alle erstgeborenen Söhne der Ägypter tötete. Als ob riesige Friedhöfe nicht schon gruselig genug wären, ist das Grab KV5 der gruseligste Ort, den du besuchen kannst, weil Archäologen noch nicht herausgefunden haben, wie viele Menschen in diesen Mauern begraben sind. Manche meinen, es können über 150 sein. Nummer 1. Mysteriös aussehende dämonische Mumien. Wir haben diese erschreckenden Bilder im Internet gefunden. Sie sehen aus wie Mumien aus der Hölle. Wer sind sie? Böse hohe Priester? Eine Hexe wie im Tom Cruise-Film Die Mumie? Ja, tatsächlich. Das sind Mumienrequisiten, die aus Sarkophagen gefertigt und im Film 2017 verwendet wurden. In dem Film grub ein Archäologe mit Tom Cruise Hilfe die Sarkophage der Prinzessin Amanet aus, die versuchte, die Gottheit Seth zu beschwören. Die Prinzessin wurde lebendig mumifiziert, aber von Cruise und der Archäologin Jenny Horsey unwissentlich wieder zum Leben erweckt, als sie den Sarkophag nach Großbritannien flogen. In Großbritannien angekommen, richtet Amanet Chaos an, um menschlich zu werden, und Cruise wird von Seth besessen. Er besiegt Amanet, ist aber dazu verdammt, für immer durch die Welt zu wandern, während das Wesen mit ihm verschmolzen ist. Schrecklich. Es gibt immer noch hunderte von Mumien da draußen und wer weiß, in welchen ein Zauberer steckt, der jeden in eine besessene Seele verwandeln kann? Man kann nie wissen, aber ängstigt dich der Gedanke nicht daran auch ein wenig? Sag es uns in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.